Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zu unserem Online-Gottesdienst für den 17. Januar aus der evangelischen Pankratiuskirche in Weilerstäuslingen. Wir werden bis einschließlich 31. Januar vorerst weiterhin abwechselnd aus Almendingen und Weilerstäuslingen Online-Gottesdienste zur Verfügung stellen, um einander zu schützen und aufeinander aufzupassen. Kennen Sie das, wenn man aus dem Vollen schöpfen kann? Um das Thema Mangel und Überfluss geht es auch an diesem zweiten Sonntag nach Epiphanias. Wir hören die Geschichte vom Weinwunder bei der Hochzeit zu Kana. Auf ein Wunder hofften auch die Menschen in Juda bei der großen Dürre. Sie rufen Gott um Hilfe. In schwierigen Zeiten fragen wir uns oft, wo ist Gott jetzt? Die Geschichten zeigen uns aber auch, dass wir im Vertrauen auf Gott auch im Schweren Gutes finden können und schon etwas von der Fülle erahnen können, die Gott uns verheißt. Lasst uns nun beten mit Worten des 105. Psalms. Danket dem Herrn und rufet an seinen Namen. Verkündigt sein Tun unter den Völkern. Singet ihm und spielet ihm. Redet von allen seinen Wundern. Rühmet seinen heiligen Namen. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht. Suchet sein Antlitz alle Zeit. Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat, seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes. Du Geschlecht Abrahams, seines Knechts, ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten. Er ist der Herr, unser Gott. Er richtet in aller Welt. Er gedenkt ewiglich an seinen Bund, an das Wort, das er verheißen hat für 1000 Geschlechter. Amen. Und wir beten weiter. Barmherziger Gott, wir kommen zu dir mit allem, was uns bewegt und was wir auf dem Herzen haben. Wir suchen deine Nähe, deinen Beistand, deinen guten Geist. Wir kommen zu dir so, wie wir sind, mit unseren Talenten und Fähigkeiten und mit unseren Schwächen und unserem Versagen. Bei dir dürfen wir ganz wir selbst sein. Du verurteilst uns nicht. Dafür danken wir dir. Sei du nun mitten unter uns, in unserem Gebet und in unserem Gottesdienst. In der Stille beten wir weiter zu dir, miteinander und füreinander. Barmherziger Gott, wir danken dir, dass du uns hörst. Amen. Wir hören die Schriftlesung aus dem Jeremia-Buch im 14. Kapitel. Ich lese die Verse 1 bis 9. Dies ist das Wort, das der Herr zu Jeremia sagte über die große Dürre. Juda liegt jämmerlich da, seine Städte verschmachten. Sie sinken trauernd zu Boden und Jerusalems Wehklage steigt empor. Die Großen schicken ihre Diener nach Wasser, aber wenn sie zum Brunnen kommen, finden sie kein Wasser und bringen ihre Gefäße leer zurück. Sie sind traurig und betrübt und verhüllen ihre Häupter. Die Erde ist rissig, weil es nicht regnet auf das Land. Darum sind die Ackerleute traurig und verhüllen ihre Häupter. Selbst die Hirschkühe, die auf dem Felde werfen, verlassen die Jungen, weil kein Gras wächst. Die Wildesel stehen auf den kahlen Höhen und schnappen nach Luft wie die Schakale. Ihre Augen erlöschen, weil nichts Grünes wächst. Ach Herr, wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilf doch um deines Namens willen. Denn unser Ungehorsam ist groß, womit wir wieder dich gesündigt haben. Du bist der Trost Israels und sein Nothelfer. Warum stellst du dich, als wärst du ein Fremdling im Lande und ein Wanderer, der nur über Nacht bleibt? Warum bist du wie einer, der verzagt ist und wie ein Held, der nicht helfen kann? Du bist ja doch unter uns, Herr, und wir heißen nach deinem Namen. Verlass uns nicht.
Wir hören den Predigttext aus dem Johannesevangelium im 2. Kapitel. Ich lese die Verse 1 bis 11. Am 3. Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. Auch die Mutter von Jesus nahm daran teil. Jesus und seine Jünger waren ebenfalls zur Hochzeitsfeier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter von Jesus zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus antwortete ihr: Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Doch seine Mutter sagte zu den Dienern: Tut alles, was er euch sagt. Dort gab es auch 6 große Wasserkrüge aus Stein. Die Juden benötigten sie, um sich zu reinigen. Jeder Krug fasste 2 bis 3 Eimer. Jesus sagte zu den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser. Die füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen: Schöpft jetzt etwas heraus und bringt es dem Festmeister. Sie brachten es ihm. Als der Festmeister einen Schluck davon trank, war das Wasser zu Wein geworden. Er wusste natürlich nicht, woher der Wein kam. Aber die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten Bescheid. Da rief der Festmeister den Bräutigam zu sich und sagte zu ihm: Jeder andere schenkt zuerst den guten Wein aus, und wenn die Gäste dann angetrunken sind, folgt der weniger gute. Du hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das war das erste Zeichen. Jesus vollbrachte es in Kana in Galiläa. Er machte damit seine Herrlichkeit sichtbar, und seine Jünger glaubten an ihn. Liebe Gemeinde, erinnern Sie sich noch an das letzte große Hochzeitsfest, das Sie besucht haben? Das ist vermutlich schon eine ganze Weile her, denn in diesem und im vergangenen Jahr können wir ja leider keine solchen großen Feste gemeinsam feiern. Wie war es denn, dieses Fest? Ein schöner, ergreifender Gottesdienst, viel Kuchen und leckeres Essen und nicht zu vergessen den guten Wein in Hülle und Fülle. Freude, Ausgelassenheit, Tanz und Musik. Großes Glück prägen die Stimmung auf solchen Festen. Dem Alltag für einen Moment entfliehen, die Sorgen hinter sich lassen. Meist isst man ja viel zu viel auf solchen Festen und spricht auch den Getränken gerne zu. Dass etwas von all den Herrlichkeiten ausgeht, bevor sich jeder satt essen konnte, das habe ich eigentlich auf solchen Festen noch nicht erlebt. Im Gegenteil, eher, dass alles im Überfluss vorhanden ist. Auch Jesus und seine Jünger waren zu Gast auf einer Hochzeit in Kana in Galiläa, nahe der Stadt Nazareth, Jesu Heimatort. Eine solche jüdische Hochzeit war zu dieser Zeit ein großes Fest. Mindestens eine Woche voller ausgelassener, erfüllter Festfreude. Viele Gäste kamen und gingen. Es wurde gegessen, getrunken, getanzt und gelacht. Wein galt dabei als das Festgetränk schlechthin, als Zeichen der Gottesgabe, die für den Reichtum des geschenkten Landes stand. Maria, Jesu Mutter, war ebenfalls zu Gast auf diesem Fest. Die Stimmung war sicherlich ausgelassen und fröhlich unter den Gästen. Doch dann passierte etwas, das die Festfreude entscheidend trüben könnte. Ja, sogar das Fest vorzeitig beenden könnte. Der Wein geht aus. Maria erfährt wohl als eine der Ersten davon und bittet Jesus umgehend darum, dass er diesen Mangel doch beseitigen möge. Anstatt der Bitte seiner Mutter nachzukommen, lehnt Jesus sie zunächst als unangemessen ab. Abweisend und distanziert muten seine Worte an. Beim Lesen lassen sie mich innerlich ein wenig zusammenzucken. Das ist doch gar nicht Jesu Art. Jesus begründet seine Reaktion damit, dass noch nicht der richtige Zeitpunkt zur Hilfe gekommen sei. Was uns seltsam und unlogisch erscheint, das hat bestimmt einen Grund. Jesus will mit seiner Reaktion auf etwas hinweisen, nämlich dass der Zeitpunkt, wann er seine Herrlichkeit zeigen wird, wann er seine Wunder tun wird, nicht von Menschen festgelegt werden kann.
Es ist nicht Marias Sache, es ist nicht Sache der Menschen. Es ist nicht einmal die Sache Jesu eigener Mutter, sondern Gott allein bestimmt den richtigen Zeitpunkt. Maria scheint das verstanden zu haben, denn sie reagiert ruhig und gelassen auf Jesu Ablehnung. Sie hat wohl verstanden, dass Jesus hier im Namen einer Autorität, nämlich Gottes, seines Vaters, spricht, die Marias gut gemeinte Wünsche zunächst erst einmal an den Rand schiebt. Doch im noch nicht aus Jesu Antwort steckt neben der momentanen Ablehnung auch gleichzeitig eine Zusage. Jesus wird helfen, aber zu einem Zeitpunkt, den Maria nicht beeinflussen kann. Marias Gelassenheit ist vorbildlich. Oft geraten Menschen ja angesichts unvorhergesehener Situationen in Panik und versuchen, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um die Situation umgehend noch zu retten oder zum Besseren zu wenden. Schließlich steht ja auch etwas auf dem Spiel. Die Fortführung dieses einzigartigen Festes ist gefährdet. Doch Maria sagt schon einmal den Dienern des Bräutigams Bescheid und ist dann bereit zu warten, bis der von Gott bestimmte Zeitpunkt der Hilfe eintritt. Sie ist bereit, auf das Wunder zu warten. Und das trifft kurze Zeit später auch ein. Jesus ruft die Diener zu sich und weist sie an, die 6 Steinkrüge, die für die Reinigungsrituale der Juden bereitstehen, mit Wasser zu füllen. Man muss sich vorstellen, dass an jeder dieser Krüge ein Fassungsvermögen von 80 bis 120 Litern hat. Anschließend wird ein Becher aus den Krügen herausgeschöpft und der Festmeister soll nun von diesem Wasser aus den Krügen kosten. Er scheint, wie auch der Rest der Hochzeitsgesellschaft, nichts vom Weinmangel erfahren zu haben. Er trinkt und zeigt sich gleichzeitig erstaunt darüber, dass der Bräutigam den guten Wein jetzt erst auftischen lässt. Das Wunder ist geschehen. Ein wahres Luxuswunder. Um die 600 Liter besten Weins retten das Fest. Doch nur wenige haben dieses Wunder bemerkt und erkannt. Denn nur die Diener und Jesu Jünger wussten über die Situation Bescheid. Liebe Gemeinde, warum erzählt uns der Evangelist Johannes von diesem Luxuswunder? Es ist ja nicht so, dass es um das Stillen grundlegender menschlicher Bedürfnisse geht. Wein ist ein Luxusgetränk, ein besonderes Getränk, das es nicht alle Tage gibt. Die Menschen könnten ja auch Wasser trinken, wenn sie durstig sind. Doch in der Wundererzählung geht es nicht nur um das Notwendige, sondern um die ganzheitliche Erfüllung. Die Überfülle besten Weins, die bei der Hochzeit zu Kana dank Jesu zur Verfügung steht, ist ein Symbol für die Fülle und Freude der messianischen Zeit. Die Heilsfülle der zukünftigen Endzeit wird in der unendlichen Fülle von Wein symbolisiert. Und auch die Hochzeit ist ein Bild dieser endzeitlichen Freudenzeit. Und beim Festmahl an Gottes Tisch darf der Wein natürlich nicht fehlen. Der Evangelist Johannes zeigt mit den Motiven des Weins und der Hochzeit, dass mit dem Kommen Jesu die Hoffnung auf die Fülle und Freude am Ende bei Gott zur Erfüllung kommt. Jesus zeigt, schon jetzt könnt ihr etwas von dieser unendlichen Freude und Fülle erfahren, die bei Gott dann vollendet sein wird. Jesus will unseren Mangel in Fülle verwandeln. Damit zeigt er seine Herrlichkeit, die dann an Ostern zu ihrer Vollendung kommen wird, als die Jünger von Jesu Auferstehung erfahren und ihre Trauer in unbändige Freude verwandelt wird. Liebe Gemeinde, Freude ist ein wichtiges Gut. Ohne Freude fehlt uns im Leben Sinn, Kraft und Lebensmut. Gott will uns diese Freude schenken, die uns zum Leben befähigt. Hans-Dieter Hüsch findet passende Worte in seiner Übertragung des 126. Psalms. Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit. Mein Fühlen, Denken,
Hören sagen, mein Triumphieren und Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit. Was macht, dass ich so fröhlich bin in meinem kleinen Reich? Ich sing und tanze her und hin, vom Kindbett bis zur Leich. Was macht, dass ich so unbeschwert und mich kein Trübsinn hält? Weil mich mein Gott das Lachen lehrt, wohl über alle Welt. Es ist nicht immer nur Freude im Leben, das wissen wir alle nur allzu gut. Es gibt Ereignisse, die uns zunächst jegliche Freude zu nehmen scheinen. Krankheit und Tod geliebter Menschen, Einsamkeit und Angst. Das haben wir in besonderem Maße in diesem vergangenen Jahr erfahren. Und diese Erfahrung dauert leider auch noch an. Wir leben in einer Zeit, in der unser Dasein bedroht ist von einer Krankheit, an der viele Menschen sterben müssen. Es ist eine Zeit, in der wir auf Nähe und Körperkontakt verzichten müssen, die doch für unsere Seele so wichtig sind. Es ist eine Zeit voller Unsicherheit und Ungewissheit. Gerade jetzt würde Maria wohl sagen, Jesus, du musst doch jetzt etwas tun. Und wir würden in ihre Worte mit einstimmen. Und wie Maria müssen auch wir lernen, dass nicht wir Menschen Jesu und Gottes Handeln bestimmen können, aber dass Gott für uns da ist und dass er uns hört und unserem Mangel Abhilfe schaffen wird, wenn die Zeit gekommen ist. Das ist manchmal schwer auszuhalten und noch viel schwerer zu verstehen. Unser menschlicher Verstand kann Gott nicht erfassen und noch viel weniger begreifen. Aber wir können das tun, was auch Maria getan hat. Darauf vertrauen, dass Gott da ist und unserem Mangel Abhilfe schaffen wird. Das Luxuswunder in Kana will uns an diese Hoffnung erinnern. Gott will für uns Freude im Überfluss und Leben in Fülle. Und mit Jesu kommen können wir immer wieder schon jetzt und hier etwas davon erahnen und erfahren, was einstmals in Gottes Ewigkeit zur Vollendung kommen wird. Auch wenn es schwere Zeiten im Leben gibt und geben wird, so werden diese nicht von Dauer sein, denn Gott schenkt uns in Jesus Freude in Fülle. Und es gibt sie schon, die Lichtblicke der Freude, auch für uns. Der Freudenwein wird auch uns eingeschenkt. Die ersten Menschen sind schon gegen das Coronavirus geimpft worden und es werden täglich mehr. Ärzte und Wissenschaftler arbeiten daran, die Krankheit zu besiegen. Und auch in unserem Alltag erleben wir bei aller Traurigkeit, die uns bisweilen umgibt, auch immer wieder Momente der Freude durch andere Menschen, liebe Worte, schöne Gesten, Verständnis, ein offenes Ohr und durch das Angenommensein, so wie wir eben sind. Immer wieder erhalten wir auch einen Schluck des Freudenweins in all dem Wunderbaren, das in unserem Leben geschieht. Das Wunder der Freude ermutigt uns und schenkt uns Zuversicht. Es erinnert uns daran, darauf zu vertrauen, dass Jesus uns Freude in Fülle schenken will. Jedem und jeder von uns. Amen. Thank you.
Barmherziger Gott, du rufst uns in deinen Dienst. Du beauftragst uns, die Schwachen und vom Leben Gebeutelten zu stärken und zu schützen. Wir bitten dich heute besonders für alle, die sich um andere kümmern und für sie da sind, in den Familien, im Freundeskreis, in den Krankenhäusern und Heimen, in den Kindergärten und Schulen. Schenke ihnen viel Kraft für ihre Aufgaben und lass uns wertschätzen, was sie für uns tun und es nicht für selbstverständlich nehmen. Wir bitten dich für alle, die in diesen Zeiten an ihre Grenzen kommen, die nicht mehr wissen, wie sie alles schaffen sollen. Schenke ihnen Menschen, die sie unterstützen, und schenke ihnen die Gelassenheit, Dinge sein zu lassen und nur das Wesentliche zu tun. Schenke du ihnen die Kraft und das Selbstvertrauen dazu. Barmherziger Gott, wir bitten dich für alle Kranken und Sterbenden, für alle, die gerade alleine sind. Sei du bei ihnen in ihrer Angst und Einsamkeit. Tröste sie und begleite sie. Wir bitten dich für alle, die das Sagen haben in unserem Land und überall auf der Welt. Lass sie weise Entscheidungen treffen und lass die Verantwortung für die Schwachen übernehmen und für die, die nicht für sich selbst einstehen können. Wir bitten dich für alle, die sich für Frieden und Gerechtigkeit stark machen und mithelfen, dass dein Reich Wirklichkeit werden kann. Schenke ihnen Zuversicht und einen langen Atem. Barmherziger Gott, du nimmst uns an, ohne uns zu verurteilen. Dafür danken wir dir. Bleibe bei uns und erfülle uns mit dem Geist deiner Freude und Liebe in Fülle, jetzt und alle Zeit. Amen. Und wir beten weiter mit den Worten, die Jesus Christus uns selbst zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.